herzlich begrüßen hier im Allianz-Stadion und nach diesem wichtigen 3:0 gegen Anandantosis van Agusta unseren Trainer um seine Analyse bitten. Und Maria übersetzt uns wieder netterweise. Σας καλωσορίζω στην συνέντευξη αυτή. Τώρα προπονητήστε μας πει λίγα λόγια για το, για το παιχνίδι. Ja, bin eigentlich mit dem Spiel heute zufrieden. Das 3:0, glaube ich, ist eine gute Basis fürs Rückspiel. Man ist noch nicht gegessen, aber ich glaube schon, dass wir sie in eine gute Position gebracht haben, aufgrund unserer Leistung der Saison. Ich glaube schon, man hat heute gesehen, dass die Spieler eigentlich sehr fokussiert waren, sehr oft ins letzte Drittel kommen wollten. Erst hat es dann noch nicht so geklappt, weil wir vielleicht die letzte Lösung nicht gehabt haben. Aber ich denke, dass wir immer auf Zug waren und da war es zwangsläufig, dass die Tore fallen. Und ich glaube sogar, dass sie es höher ausgehen können. Aber die Leistung war sehr ansprechend und deshalb kann man schon sagen, dass ich zufrieden bin mit der Mannschaft. Είμαι ικανοποιημένος για το, για το παιχνίδι. Έχουμε τώρα μια καλή θέση για το επόμενο παιχνίδι. Οι παίχτες ήταν πολύ συγκεντρωμένοι και παίξανε καλά. Θα μπορούσαμε άλλα να παίξουμε ακόμα πιο καλά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα ένα γκολ. Αλλά είμαι ικανοποιημένος με το αποτελέσμα. Und dann darf ich um Ihre Fragen an unseren Trainer bitten. Bitte. Mikrofon kommt. Mikrofon. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο προπονητής Ραπίτ θεωρεί ότι η Ραπίτ είναι σίγουρη για να περάσει την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Nach dem jetzigen Ergebnis sind Sie sich sicher, dass Rapid jetzt auf jeden Fall das nächste Spiel auch gewinnen wird und weiterkommen wird? Also wir haben noch genügend Respekt. Also vor August, es ist nicht so, dass das Spiel jetzt das alles schon vorbei ist, sondern wir müssen auch dort noch eine gute Leistung erbringen. Natürlich sind 3 Tore eine gute Basis, aber wir werden nicht nach Zypern fliegen und sagen, das Spiel ist schon beendet, beziehungsweise wir sind schon in der nächsten Runde. Auf gar keinen Fall. Ξέρουμε ότι η Φαρμακούστα είναι ένας καλός αντίπαλος και ότι το παιχνίδι δεν είμαστε σίγουροι πώς θα γίνει το επόμενο παιχνίδι, αλλά θα δώσουμε ό,τι μπορούμε. Bitte schön. Bitte. Ο προπονητής περίμενε την ανόρθωση πιο ανταγωνιστική, δηλαδή περίμενε πιο δύσκολο το παιχνίδι. Haben Sie sich das Spiel schwierig erwartet mit der Famagusta oder wie haben Sie das Spiel im Vorhinein eingeschätzt? Also wir haben gewusst, dass Famagusta eine gute Mannschaft ist, aber ich denke, es war heute schon, der Ausschlag war, dass wir einfach viel besser im Spiel waren, dass wir eigentlich vielleicht auch schon in der Meisterschaft stehen und dass wir das Spiel gewinnen wollten. Wir wollten uns heute eine gute Basis schaffen und das haben wir mit einer guten Leistung geschafft. Ξέραμε ότι είναι μια καλή ομάδα, αλλά ήθελαμε να το κερδίσουμε και το καταφέραμε, αλλά ξέρουμε ότι η Φαρμακούστα είναι καλή ομάδα και έχουμε πολύ respect. Danke sehr. Bitte dann 2. Bitte. Bitte, Renner. Didi, du hast gestern bei der PK gesagt, das ist doch noch nie passiert, das willst du nie wieder erleben. Wann hast du jetzt gewusst, dass der Stojkovic und der Petrovic auch ausfallen? Ist das auch erst dann heute spontan gekommen oder habt ihr das länger schon gewusst? Es ist so, dass der Stojkovic ausgefallen ist, ja. Und es ist eigentlich mittlerweile schon eigentlich unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn du auf der Bank dann 5 Jungen hast, die zusammen 13 Bundesligaspiele haben, 15 Bundesligaspiele davon haben und 13 davon hat der Leon Schuster. Also ich muss echt sagen, ist auch für die Mannschaft nicht so einfach, wenn wir eigentlich jetzt wirklich am letzten Drucker sind eigentlich. Und für das hat es die Mannschaft heute unglaublich gut gemacht, weil ich es auch vor dem Spiel gesagt habe zu Ihnen. Also ich denke, wir haben noch immer Qualität, aber ich glaube, wenn man gestern in Salzburg gesehen hat, was da alles nachgetauscht wird, von dem sind wir weit weg, aber andererseits haben es die Jungs gut gemacht und die Jungen haben heute auch die Möglichkeit gehabt, aber es ist mittlerweile das Glücksengel, dürfte halt weit weg von Hüttelauf sein.
Bitte Übersetzung. Das ist schwierig jetzt, gell? Η ομάδα μας έπαιξε καλά. Είχαμε αναπληρωματική παίχτης, αλλά πάλι είμαι ικανοποιημένος έτσι πως παίξανε και αυτοί οι παίχτες που παίξανε. Danke. Reinhard, hast du noch eine zweite Frage, bitte? Das Einzige, was man jetzt kritisch anmerken könnte, Katra Pieter an der Elferschützen, tut sie den, hast du den nominiert? Machen sich das die Spieler untereinander aus? Wir hatten Diskussion letztes Jahr schon. Jetzt hat man das Gefühl gehabt, es wurde wieder diskutiert, wer schießt. Unabhängig davon, dass er nicht drinnen war, das kann jedem passieren, aber sie haben wieder diskutiert, diesmal der Knaus mit dem Kara. Sie diskutieren gern anscheinend, ja. Also wie gesagt, also, wenn eine Diskutierrunde war, wäre es top. Aber wir sind am Fußballplatz und da ist schon so, dass ich sage, da sollte einer schießen. Und der hat es gewusst, wer schießen soll, und deshalb, das ist das Einzige, was ich sage, das hat mir nicht gefallen. Συζητήσαμε μόνο γιατί θέλουμε να παίξουμε καλή μπάλα και θέλουμε να βάλουμε γκολ. Γι' αυτό συζητήσαμε. Bitte, Alexander Huhr von Korea. Kleine Nachfrage, ich würde jetzt nicht auf etwas Negatives herumreiten, nur zur Erklärung. Der Christoph Gnasmüller, finde ich, hat abseits dieser Elfer-Sache gut gespielt. War das dann auch deine Reaktion auf diese Aktion, dass er raus musste? Nein, das war nicht meine Reaktion, weil er ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber ich glaube, dass das so einfach war, dass er dann diese Wege, die er grundsätzlich nicht macht, hat er nicht mehr gemacht. Und ich denke trotzdem, der Gracho ist dann oftmals in der Position alleine gewesen. Und das war der einzige Grund, aber auch spieltechnisch oder dass ich mit ihm besser bin. Also ich glaube, es werden andere Leute noch verschießen, aber er hat eine sehr gute Leistung erbracht und deshalb hat es einfach taktische Gründe gehabt. Έπαιξε πολύ καλά ο παίχτης, δεν τον έβγαλα επειδή δεν έπαιξε καλά. Nur eine Nachfrage zum Sucan Grachowatz. Das ist jetzt 12 Tage her, es war offener Nasenbeinbruch. Ich habe gestern beim Training gehört, dass er nicht mit Maske spielen will, weil er nicht so gut sieht. Du warst da, harter Knochen, aber das ist schon eher außergewöhnlich, oder? Dass man jeden ins Kopf bei Duell geht, dass man, finde ich, auch so an sich eine seiner besseren Leistungen abliefert. Also andere fallen zwei, drei Wochen aus mit so einer Verletzung. Es ist jedem überlassen. Ich denke, ich kann nicht dazu zwingen. Ich habe schon gesagt, Gacho, für mich persönlich wäre es so, ich meine, ich hätte wahrscheinlich auch nicht in einer Maske gespielt, gebe ich ehrlich zu. Aber ich bin schon so einer, der die Spiele schon schützen will und sagt, das wäre halt vom gesundheitlichen Standpunkt her, wäre es besser. Aber er sagt, dass er wenig sieht und hat aber heute sehr viel gesehen. Deshalb muss ich sagen, war es eine sehr gute Leistung und trotzdem wünschen wir nicht, dass das wieder was passiert. Δεν μπορώ να τον πιέσω να μην παίξει ή να παίξει. Ήταν τραυματισμένος, αλλά ήθελε πάλι να παίξει και έπαιξε καλά. Kurz und bündig. Bitte, Alex. Nur eine Frage zu den allgemeinen Umständen. Jetzt ist es das zweite Mal passiert, dass der Matchtag halt von der Vorbereitung nicht optimal war. Trotzdem kommt jetzt ein Ergebnis raus, mit dem ihr wahrscheinlich vorher alle gesagt habt, das passt. Was ist diesmal anders gewesen als in Prag? Oder kann man das einfach gar nicht vergleichen, weil auch der Gegner anderer war? Vielleicht sind wir noch enger zusammengerückt. Ich denke, dass wir jetzt sehen, wir haben heute, wie gesagt, ich habe es schon vorher gesagt, wir haben jetzt 11 Spieler gehabt, ich habe keinen Flügel mehr gehabt, ich habe eigentlich nichts mehr gehabt, muss man dazu sagen. Und die Jungs haben eigentlich eine super Reaktion gezeigt und sind zueinander gestanden und haben dann dadurch auch ein gutes Resultat erzielt. Aber das kann man nicht jede Woche, weil man weiß ganz genau, bei Rapid ist der Druck sehr hoch und es kümmert dann keinen, ob 5 junge Spieler auf der Bank sitzen, die überhaupt keine Erfahrung haben. Das ist dann jedem egal, weil nur das Resultat zählt und dadurch haben die Jungs das heute wirklich sehr, sehr gut gemacht. Θέλαμε να κερδίσουμε, είχαμε κιόλας 11 παιχνίδια και είμαι πολύ ικανοποιημένος έτσι πως έπαιξε η ομάδα. Ήθελα να κερδίσουμε και το καταφέραμε. Danke sehr. Denke, alles soweit beantwortet und danke auch für die Übersetzung und wir machen, wenn gewünscht, noch mit dem Kapitän weiter. Ist gewünscht. Danke. Bitte 3 Minuten Pause.